mit allen guten Abend wünschen. Willkommen. All was erst Nummer 14 singen. Nummer 14. Nächste Mal 163. 163. Da du an der Gnade zeigest, geh.
ist ja des Trostes Quelle. Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich zu von der Xoist. Wir sind dankbar, dass wir uns von der Xoist hier wieder treffen können. Und ich werde das Wort nur denken dürfen. Ich wünsche, dass wir alle gekommen sind und unsere Horten aufgemerkt haben und dass wir horchen, was Gott uns zu sein hat. Wer wir noch ein paar wird in Wort Gottes hier und vielleicht ein paar Bekanntmachungen wiedergeben, wird das hier alles aufhören, Wort, ein paar wichtige Sachen, wenn wir zu sein sind. Und dann wollen wir noch ein kurzes Wort übergehen und dann noch beten. Am Anfang wollte ich bekannt geben, dass wenn jemand Eversating brückt an Englisch oder auf Hürdisch, das englische Eversating erst an der Stufe, dann brückt er bloß an der Stufe daneben gehen, da wird Eversat geworden. Wenn jemand das brückt, der kann das in Anspruch nehmen. Und an Hürdisch brückt er sich auch bloß bei der ersten Mal, dann wird das alles hier geregelt worden. Dann werde ich euch einladen zu der nächsten Veranstaltung. Wir haben hier eine ganze Reihe. Wir hatten hier schon Gottesdienst, wir haben Van Dörgen. Wir wollen auch den nächsten Tag noch Gottesdienste haben. Und ich werde das Wort nur denken, was uns für die Ewigkeit wichtig ist. Und ich werde euch dort einladen, dort morgen zu Ost, es hier auch wieder, Glocke 7, in Gottesdienst. Für jeden Gottesdienst haben wir auch einmal eine Gebetsgemeinschaft. Wir trafen uns an dem Selzen Rümus über Saatwort. Traf wir uns auch eine halbe Stunde vorher. Da hat es mir nicht vorher, um zu beten, dass Gott sie sehen und jäfft, dass Gott wirken geht und unsere Horten, und dort wie wörtlich verändert worden und dort Gott verherrlicht wird. Dann wollte ich noch, wer hier im Bett fremd ist an diesem Gebiet, wollte ich noch bekannt geben, wo die Waschrooms sind. Wenn wir hier rütteln, ist das der, dann immer links sieht und am Bett, verlängst du und verlängst den Flur. Der erste Eingang da sind die frühes Waschrooms, Bett wieder, fährt der andere der dahin. Sind dann auch an der Linke sieht, sind dann die Mana-Washrooms. Also, wenn jemand da fehlt, der kann da bloß hängen, kann da brücken. Das Jeff, die Möglichkeit jeder Tag, es hier Andreas, mit heute, sind hier über Tag von Klock 10, bat Holf 12, sind hier in St. Reut, wenn jemand wird auf dem Horten haft, und sich ausscheiden will, mit über wird reden will, wir können einfach hier zu Zeug kommen, und ich wollte nicht, seid ihr doch gerade am Rühm? Sind doch gerade an Rühm, dann komme ich hier zu Church, komme ich hinein und dann wollen wir mit ihnen reden. Wer das will, der kann die Möglichkeit nehmen. Auch nur jede Veranstaltung, ob von Dörg zu Obst, wenn der Gottesdienst Bad Eng ist, bleibt Andreas mit Peter blieben der Träg, aber auch andere Prediger blieben Träg. Wenn jemand ein Gespräch will, wenn jemand ein schwere Tod hat, der kann das loswerden. Wir können mit Bräuter darüber reden, in den kleinen Töp beten, in Jesus aufheben. Hier brückt schon ein Hüß vor, wenn er ein schwerer Tod hat. Ich denke, alle, wenn wir sich schon mobilisiert haben, da wollten wir schwere Tod manchmal sagen können. Wenn jemand ein schwerer Tod hat, der brückt nicht nur Hüß vor. Die kleinen trinken bleiben, die wollen Bräuter sein, wenn wir mit ihnen reden, und auch diesen Schritt für die Ewigkeit auch erklären, in ihnen dabei halten werden. Wir haben nun den kurzen Ablauf, wenn er würde Gottesdienst von der Aufrahmen Wort, weil ich ein bisschen sein. Wir wollen kurz ein Wort hören, dann wollen wir noch beten. Dann kämpfen Leute vom Chor. Dann wird noch ein persönliches Zeugnis sein, wie Jesus eine Person gefunden hat, wie Jesus uns durchgeschafft hat, und durch Erleben aufheben könnt. Und dann hier wie noch ein Leute vom Chor. Dann kämpft die Botschaft. Und dann wollen wir auch, wird noch ein Leute vom Chor sein, dann wird Andreas auch aufschlüten. Ich wollte mit einer Frage anfangen, und dann richte ich an die Tinja. Ich wollte nicht auf die Tinja die Frage nicht verstehen wollen. Tinja, sei mal an einem Labyrinth gewasst. Viele wollten vielleicht, wo ein Labyrinth ist.
Ich höre das Englische Maze, also auf Englisch. Das ist ein Irrgarten, das muss man stehen, da geht man hin. Und dann kommt man so der Schuhen, und man muss dann immer den Restchen Wasch fangen. An die Stand geht man das meistens, wenn der Korn mehr Trieb ist, dann dürfen manche Farmers dann so eine Attraction für Tinger merken. Dann dürfen da so Wey der spielen. Man kann ja über den Korn nicht überchecken. Dann bloß eine Wey der. Manche Wey gehen nur in Dead End. Da geht es einfach nicht wieder. Und wenn man den Restchen Wasch gefangen hat, dann kommt man der ran. Und dann muss man mit der Jugend oder der Jungscher, dann man so eine Fünfer da haben, wo ein Farmer dazu abgebildet hat. Und dann sieht man den Wasch da der. Manchmal spielt man dort ein Game. Und dann sieht man den Wasch da der. Und manchmal kommt man an den Dead End an. Ja? Da ging das nicht wieder. Manchmal sollte man dann hier Rippen spielen. Einer soll den anderen fangen. Und dann rennt man Wasch. Und wollen Wasch ran, aber uns meint man, hier geht das nicht wieder. Hier ist das Bad eng. Er kann nicht mal wieder. Dann hat der andere einen gefangen. Für die Kinder ist das ein bisschen interessant zu spielen. Aber was sagt das uns, größte Mensch? Ich denke, die Bibel schreibt von einem Menschen, der auch ein Leben führen wird, ein ganz gewöhnliches Leben. Der hat ein Leben, was er hat einen Job, er hat alles. Aber ab einmal kommt er an einen Dead End an, wo er dachte, nu mag ich sterben. Nu ist alles vorbei. Und dann sagte er, was mag ich tun, um ihr Rat zu sein? Wer wollte, wenn er es hätte, das? Wo sagt jemand, was mag ich tun, um ihr Rat zu sein? Wo? Der Kerkermeister. Du ist ein Mensch, wenn er Evangel abpassen geht, und Paulus mit einem Bruder sitzen da am Jail und sind gefangen geworden und das Kerkermeister postet ab den's ab. In dem Sinne Lebensabko wird abzuposten. Nur ab einmal passiert eine Nacht und grötet ihr Beben. Ganz bitter gewöhnlich. Alle Menschen weiten ab, ran. Und ja, ran durch die Hieserrüt. Und das Kerkermeister, der champt ungerannt und sagt, ich muss über diese Menschen abholen. Nun sind diese Menschen alle was gerannt, so dachte ich, nun heute für mich, ich sehe ein dödlicher Mensch. Wenn der Government nicht kommen wird und sagen wird, wo sind die Menschen, wenn sie an diesem Jail sitzen, dann wird es sein, ich wollte nicht, sie sind was gerannt, dann heute für mich, ich sehe död. Ich komme nicht mal wieder. Und dieser Mensch, du kämpfst so euer Rand, weil sich selbst das Leben nehmen, um Dead End, also um eng, heute sitzt nicht mal wieder. Und dann sagt Paulus zu dem, und wir werden das lesen, an Apostelgeschichte 16, 29, Bad 31, Apostelgeschichte 16, ich will von 28 lesen, also das Mond kämpft, schon geübt was morgen, weil ich anbringe. Dann sagt Paulus zu ihm. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was muss ich tun, dort ist ihr Rat, wo ich sie ein dödlicher Mensch. Du weißt, hier sie ich nur um ein Familienleben. Was mag ich denn? Und dann sagt Paulus zu dem, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Geläuf an Jesus. Viele sagen, jo, ich geläuf. Es ist doch alles gut, ich geläuf. An Römer lesen wir Römer 10, 8, der zweite Halb von 8. Vers, Bad 10, also Römer Kapitel 10, von zweite Halb von 8. Vers. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. So einfach eigentlich. Wie Morten Blöss an uns leben, zu einem Dead End kommen, wo wir sagen,
konisch mal wieder. Et brücken amt hier, ein Thema von der Heutok. Bekehrung, der erste Schritt. Ja, der erste Schritt, die Bekehrung. Wir machen an den Punkt kommen, wo wir umdrehen, amtieren, wo wir um Dead End ankommen, in ja, beten da dran, mit Jesus mit unseren Mühl betan, mit unseren harten Gläubigen. In der Bibel sagt uns dann sei wir gerad. Und von so einem Wort, wo der Chor singt, uns von so einem Labyrinth. Er sagt, viele Wege, ob du wie all jenten, durch Enden und so ein Dead End, an so ein Labyrinth, wo wir dachten, das geht alles fairer was. Aber auf einmal kommen wir an so ein Dead End und wir wollten nicht mal wieder. Wenn wird? Weil wir ohne Gott anfingen. Wir fangen ohne Gott an, in Viran, bloß noch am Kreis, an der Rund. Wir wollten nicht mal. Wartet ein Üdwas geben? Wartet noch irgendwo Licht geben? So wird uns der Koffer sehen. Wer merkt diesen Knappen von uns leben mal mit 9, dort wie endlich mal frische Töfe secht schreien. Und dann der Refrain heute, Gu, den Göden warst, gut trägt nur Gott. Der zweite Vers sagt uns, manchmal stu wie verscherben, alles es kaputt gegun, uns ihr Leid, unsere Zukunft, was wir dachten, was uns schon jetzt es, unsere Träume, das sind alle zwei gegun, und wir haben schon was mal drei. Da wir noch ein paar Proben, oder blieb wir allein. Gott ist der, der steht immer ob und er lud uns an. Gu, träg nur Gott. Gott will die bejähnen. Der vierte Vers sagt, wie oft haben wir erfahren, dass Gott uns nicht allein lässt, wenn wir allein zum Eng wären, hält Gott seine Hand uns doch immer noch fest. Gott hat uns nicht abgegeben an das Chaos von dieser Welt, sonst heute merkt das Knappen ob von uns Leben und scheint Fresse zu versetzt. Und dann sagt Gott, Gu, den Göden warst, Gu nicht an so ein Labyrinth nennen, an so eine Maze nennen, wo du nicht mal wieder wolltest, sondern Gu, träg nur Gott. Und heute wird die den Warsch leben, und heute wird uns Reste führen. Und ich denke, wir wollen kurz noch ein Zeugnis hier, eine Botschaft hier. Und wird auch von dem Warsch reden, träg nur Gott. Wo wir endlich mal wieder Frieden haben können mit Gott. Und macht Gott schenken, dass wir unsere harten Dären aufmerken, dass Gott zu uns reden kann. Denk, alle, wenn wir hergekommen sind, ich wünsche, dass wir unsere harten Dären aufgemerkt haben, dass Gott zu uns reden kann. Und ich werde auch euch anreden, wenn wir am Livestream sind. Du hörst noch manche über Internet. Auch euch merkt ihr noch harten Dären auf, dass Gott zu ihnen reden kann. Und dann jäfft ihr wieder frische Hupen. Fäbini, futzert Leute hier an, lud uns nochmal abstunden zu beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir noch diese Hupen haben dürfen an dir. Ich danke dir, dass wir an den Wort lesen dürfen, dass den Wort ans Hupen jäfft für uns Leben. Sie fürken, ran wir an der Eng, wie wollten nicht mal wieder, und doch wollt wir, dass du ein Warsch mit uns hast. Und wann wir sollen wir die Welt, alles der Schnonderrand, und dort ist schon etwas mal jäfft, wollt wir doch, dass du uns schon mal am Stich lässt, und wert es für uns sein lässt. Herr, schenkt den Wort von Dirk, zu unseren Horten reden können, schenkt dort, wie unsere Horten deren aufmerken, und dort den Wort zu uns reden können, und dort wie dort ewige Leben ergreifen, und dort wie bei dir eine Ewigkeit sein können wollen. Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für deine Gnut, und sehen wir uns diese Stunde wieder. Amen. Thank you.
Genoven sollen. Ich wünsche jedem ein Gottes Recken sehen hier, wenn ich von der Ambassade vertellen will, von dort, was Gott an mein Leben getan hat. Gott traf die Erde für nicht ans Menschen, aber ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit hier habe, dass ich ein klein bisschen von dort vertellen, was Gott an mein Leben getan hat. Mein Name ist Franz Schmidt und ich bin geboren in Belize und ich bin abgewachsen hier in Belize, so ich fühle mich hier tüßig und das wird wo ich auch tief bin. Und ich bin abgewachsen an der Religion, das ist die meiste von uns sind. Dort, wir haben die hochdeutsche Schule. Und unsere Sprache ist plattdeutsch, wenn wir in die Schule gehen, das hilft uns nicht. Wir lernen das nicht verstehen. Wir finden nicht in Wahrheit raus, wo wir an dem Leben kommen. Wir müssen hochdeutsche Sprache lesen, und uns wird nicht hier erklärt, in unserer Sprache aus dem Plattdeutsch und dann hast du lesen ganz vieles und so merkt das Leben dann noch keinen Sinn. So ist ich die Schule durchgegangen und habe immer in Angst gelebt, wo ich nochmal wird in den Himmel sein, aber immer das große Verlangen gehört, ich will geraten werden. Und dann war ich wieder keiner. Und ich sage, du bist immer, wo du noch viele Dinge wirst, wo du Sinn wirst, aber wo du vielleicht auch gut schenken für das Leben. Und da habe ich immer so, wenn ich das nicht weiß, mir das Oma nicht überreden würde, geraten worden, dann würde ich mich nicht noch in dieser Welt genießen mit den Dingen. Mit den Sinn, dass ich wenigstens heute ab dieser Erde schenken gehört, wenn ich verloren ging, dann habe ich es heute ein bisschen was dafür. Aber so was ich ab und ging die Schule ganz durch, habe ich mir absolut nichts geholfen. Ich habe das gelernt, irgendwann gelernt, ja, aber für meine Raten konnte mir das nicht geholfen. Und so gingen wir dann abgegossen ab und führten ein sehr schwieriges Leben und leben doch immer in Angst, wenn sie würden verloren gehen. Über den waren wir groß genug, dass sie dann erst, wenn sie 19, 20 Jahre waren, dann sind sie groß genug oder alt genug, um sich befreien und sich taufen lassen. Und dann direkt das Kreuzchen mitmerken, was vor das Euer hier war, wir können im Ältesten fahren, unsere Sinnen zu bekehren. Und dann wird wir dann reiten, um uns taufen lassen. Uns befreien. Und ich konnte ein innerliches Verlangen, wenn ich schon bin, all diesen gewachsen, dann würde ich endlich mal in Schengen sein, würde ich einen Frieden an meinem Leben haben. Aber als ich da war, als ich da war, was ich da war, ich frage mich bis auf an Stärken, was wir in Sinn begonnen haben. Und wo ich nicht an denken würde, kann ich mir selbst sein. Der Dinge können wir abnehmen und es dadurch alle abgenannt hat. Und dann fragte er, aber was damit? Ja, ich fragte, was er mir das vergeben will. So, wie ging nicht nur Jesus mit dort? Ich fragte, was er mir das vergeben will. Und sie sagte, ja, ich will. Und wir haben nicht darüber gebetet oder irgendwas, so ging wie nein. Und ich fuhr trüge ich nach Hause. Ich rate mir wenigstens, dass ich nach Hause fuhr, weil mein Leben hat sich nicht verändert. Und ich befriede mich aber zusammen, wo ich will Frieden haben. Nachdem wir uns befriedet haben, so können wir das Leben dann wieder und uns befriedet leben und leben wir gleich so. Aber ich werde ferner vor der See an ich Kirche, so ist der Bibeltitel gewesen, ein sehr ferner Mensch. Über mich würden sie nicht geklärt haben. Über mich haben sie nicht was zu wünschen. Ich werde ein ferner Mensch, ich werde bei der Kirche. Ich werde mal bei, ich hole das Salz an. Ich werde ein Achter vor der See, wo sie müssen sein. Aber auch vor der See, ich an dem Glauben komme, ist ich dankbar für. Ja. Gott hat einen sehr wunderbaren Weg, um mich zu fangen. Und das fängt mit einer sehr Kleinigkeit an, aber doch wird ein sehr großes Ding. Und die Kolonie, wo ich abwachsen darf, die merken eine neue Ansiedlung und die mexikanische Sied. Und dort heißt Salamanca. Und als dort ein paar Jahre stehen haben, ging ein großer Hurricane über. Wir werden bloß ein paar Hieser stehen geblieben. Die ewigen Hieser werden alle durchgebracht. Auch die Schulen und alles, was wir, wird alle durchgebracht. Und an zwei Schulen werden die Sambik aufgewachsen. Und da sehen die Leute dann wieder, was von Leuten gewachsen wird. Und ich habe ein Leute habe ich den Kopf geholt und das andere nicht. Und durch dort Leute redet Gott einmal zu mir. Er redet nicht zu mir durch die Leute, aber er sieht mir einmal ein Ding, er sieht, dass du erst in Gesamtbuch aufgewachst, das hat eine besondere Dienung, irgendwas will er durch das sagen.
Ich habe die Leute auch fern überlesen, aber die Leute reden nicht zu mir. Und einen Tag, dann tragen wir Salz in der Kolonie. Wir wohnen wir erst nach mehreren Jahren hier am Blies. Und dann tragen wir Salz da Hahn, wohnen wir nach mit über ein Jahr. Und dann an der Zeit, dass ich da wohnen dort, hat Gott mir das Wort am Hort gelegt, ich soll das Leute lesen. Ich lese das Wort. Und an dem Tag, als ich das Leute lesen dort, die 15 erfahre, der redet so klar zu mir. Da wird alle gesagt, die Farge liegt ganz klar aufgedeckt vor meinen Augen und so ist von Gott Salz zu mir red. Und ich kann es nicht, es wird für mich fremd. Sonst wird es nicht erwartet, dass ich nicht Jüdisch verstehen kann. Ich kann nach Himmel können. Ich kann diesen jüdischen Farge ganz verstehen. Und der Farge sagt, es steht, Herr, unten bohr mit deinen Wellen. Das wird der Anfang von den Farge. Und ich wird nicht stammen, der sagt mir, lehre dir diesen Farge auswendig und brauche den zum Beten. Wir haben was zu tun, aber den Tag haben wir nach dem bloß einmal auswendig gebetet, sodass unsere Eltern uns gelehrt haben. Meier wissen wir nicht von Beten. Wir wissen bloß von Wort Beten, was unsere Eltern uns gelehrt haben, aber nicht Dinge, was wir selbst am Hort hatten. Dann lehre ich mir den Pfarrer auswendig und fange dort an zu beten. Der Herr offenbar mit ihnen wählen. Gebe Kraft und Gott, vierte Stunden und es ist dort so wieder. Das ist ein sehr wertvoller Pfarrer wieder. Und dann fange ich ihn an zu beten und gebe Trübel zwischen mir und den Menschen. Ich sage bloß, das bringt mich an Verdorben. Und dann entschloss ich an mich selbst, ich will abhören mit dem Beten, weil das gibt mir bloß Trübel. Und dann lese ich den Vers, was er immer mit mir Gedanken. Und dann sehe ich zu mir selbst, das kann nicht, wenn er Trübel geben wird, das kann nicht sein, dass es erst wegen, dass ich das Beten tue. Du hast ein anderer Trübel dahinter. Ich werde wieder beten, ich helfe nicht ab. Und dann tragen wir drei in den Blies. Wir haben ein Bett über ein Jahr gewohnt an der Kolonie. Dann tragen wir drei in den Blies, weil er manchmal die Salz, die Menschen manchmal. Und wir haben ein schweres Leben und nicht Frieden mit Gott. Und ein Tag sind ein paar Tage, dass wir in Ecke schlucken am Morgen. Und da haben sie ein plötzliches Testament, wo du reden kannst, ein leichter Schritt, wo du schargen geht. Und dann Leute mich fertig von dort hören, dort wird plötzlich das König verstehen. Dann sagt er den Onkel, sonst steht das nicht in der Bibel dran. Dann sagt er, ja, das lese ich mal Thys als nun. Dann darf ich das Plotisch hören und dann darf ich das Thys Juchtisch nur lesen und dann sage ich dir, dass ihr näher das stammt. Das hat der Dom, wie ich ja nicht verstehen, wie hat nicht gelehrt verstehen und das ist wirklich, was die Bibel sagt. Was mich sehr viel gehalten hat von den Titel Matthäus 23, das sagt er, viel von den Wojungen schriftgelehrten Pharisäer Jehechler. Die schlüten das Himmelreich tau und kommen das Salz nicht nahen und wehren da, wo den Namen wollen. Ich habe Matthäus 23 sehr viel übergelesen. Dort hat mich sehr viel Offenbarung gehabt, dass ich kann wiederkommen in mein Leben. Und an einem Tag kriege ich den Frieden mit Gott. Ich werde noch nicht bekehrt, aber ich kriege den Frieden mit Gott. Und das, was ich nicht deut, was die Bibel wirklich sagt, und das ist der Reich, der war ich wieder. Den Tag entschloss ich mich, ich würde mit Jesus gehen, aber ich konnte nicht Jesus an Glauben angenommen. Das verstehe ich dann noch nicht, weil ich keine Prediger habe, die mir das lehren können. Unsere Prediger kennen es dort nicht. Weil sie sind selbst bis ab dort gebüht, blieben wie dort, wo du gelehrt hast. Mehr wissen sie nicht. Und dann habe ich viel Salz gelesen. Und einen Tag dann lese ich Römer Kapitel 1, und ich werde den Vers lesen, Römer 1, Vers 7. Vers 17 sagt, dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gereicht mag, und wo die Glauben einmal zunimmt, so aus geschrieben steht, der gereichte Wort durch seinen Glauben leben. Ein Tag, dann lese ich diesen Vers und dachte, ich habe mir Gedanken durch, aber von Leben lebt ich. Lebe ich ein gereichtes Leben? Das sagt hier, der gereichte Wort seinen Glauben leben. Und du kriegst eine große Offenbarung, war er mal zum Wiedergehen, aber ich kriege sehr viel Gegenstand. Ich habe die ganze Gemeinde gegen mich, die ganze meine Geschwister, meine Eltern, eben meine Frühe gegen mich. Das sage ich nicht, ich habe die Rambles ebenso wie gegen mich. So ich ging allein. Aber ich konnte mich entschlucken, ich wurde down. Andere Menschen kamen fragen, wo warst du down? Die waren nicht geschlucken worden. Und die Eltern sagten, Predigerlied, wo warst du down? Ich sage, mir ist ein Don't, ich war gut. Ein Don't, was es kostet. So habe ich dann viele schwere Tiden gegeben.
Und sie ging dann wieder. Und ich bete sehr viel einmal am Sinnen vergeben. Und ich frage her, was du mir, please, alle Sinnen vergeben, was ich in meinem Leben getan habe. Und ich tat das alle Abend. Ich ging war drei, nächsten Abend war drei, und ich rief war alle Garbage taub von clean on und brachte war an Jesus. Und nächsten Tag war ich konnte nicht verstehen, dass ich einmal müsste Jesus bringen und das loslassen und das Glauben annehmen. Das konnte ich nicht verstehen. Ich tat das einmal war, ich schlafe mich mal da dran. Und an einem Tag war ich dann sehr schwer in Samaris. Und dann ging ich einen Tag und schneide mir Haar und bete Jesus an. Und ich frage um Vergebung. Und ich nahm Jesus an Glauben an. Und den Tag geht mir das sehr schön. Ich weiß nicht, wo, aber was für eine große Freude ich den Tag schaffen würde. Und von dort hatte ich den Frieden. Aber ich wusste dann nicht, was eine wahre Geburt meint. Dort haben sie mir Leute nachher erklärt, was eine wahre Geburt meint. Ich konnte dann auch nicht verstehen. Aber ich durchrede, den Tag kriege ich den Frieden mit Gott. So, und an der Zeit, wo ich sehr viel an der schwere Zeit wäre und ich wusste, wo ich hin soll, und wo ich anfange zu verdrehen, wo ich alle Menschen gegen mich habe, ein Tag fragte meine Frau, wo kannst du diese Ruhe schlucken gehen? Wo hast du diese Freude an Hort und kannst du Ruhe schlucken? Und ich habe die Deckel an Sprecher gelesen, und ich habe Sprecher gelesen, Kapitel 3. Und mir wird die Frage, man sei wertvoll für das Fahren, finde ich, in 25. Wenn du die du leist, wirst du nicht ängsten. Du wirst die du leihen und ruhig schlucken. Fürcht dich nicht, da plötzlich war was Schreckliches kommen. Wenn auch nicht, und auch nicht, wenn die Gottlose aus dem Strom abkommen. Das wird für mich sehr wertvoll. Ich habe diesen Frieden mit Gott. Ganz Frieden habe ich. Ich habe keine Angst. Wenn ich mich du leihen ging, ich schleppe ganz ruhig an und ich habe Frieden mit Gott. Und dann werde ich noch ein Vers lesen von 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Du sagst so, dort nie Leben, das ihr nie haben, habt ihr nicht von den Eltern gekriegt. Dort Leben, dort dein Leben, dort verjährt. Dort nie Leben wird ewig bleiben, weil der Kampf von Christus durch Gott sein ewiges Leben wird. Das kann ich einen Tag verstehen. Wir haben einen Körper gekriegt von unseren Eltern. Wir sind mit dem Körper beschränkt worden und der Körper wird einen Tag vergehen. Aber das neue Leben mit Christus wird ewig bleiben, wenn wir hier sterben werden auf dieser Erde. Das wird danach bleiben, wenn wir mit Amtop in der Ewigkeit sind. Du siehst dankbar für dich, nach viel mehr zu vertrauen, aber das ist deine Karte gesagt. Wo Jesus mir gefangen hat, auf dem wertvollen Weg gebracht hat, mir raten, hat er eine ganze Kolonie. Hieß ein Dullbrüder, ich mache einen Hurricane. Und leute ein paar Leute aufsagen, wo ich anfange zu sehen, wo ich zu mir reden kann. Und da ich dort sein, ich war durchgekommen, mit Gott zu mir reden kann, und da ich kann anfangen, dass ich dankbar für.
Jeg godt dankbar, at vi for dag så udsvarer dig om Gud sin direkte ord læsen, og at vi den stoppen gedanken måten, over det ganske vigtigste i ans om livet. Wenn die an den Kirchenbü denken, und das ist ein großes Gebiet, was die gebüht haben, dann weiß sie, dass das eine Zeit gedient hat, was das vor sich wäre. Aber anfangen die das von ganz was Kleines. Als man die Klarheit hat, dass die Kirchenbü soll werden, dann fängt die erste Arbeit hier ab dem Land an. Wenn die eine Wiederreise verjüngt haben, wenn die irgendwo auswandern, war das dann, ist das die Gewohnheit erst bei den Mennoniten, dann geht es darum, dass wir den ersten Schritt machen. Und so ist es eigentlich mit alles. Was gräutet oder was schlandert, wir haben den ersten Schritt, wir haben die erste Entscheidung, wir haben den ersten Gedanken, wo dann was gräutet werden soll. Und ich weiß, von der Ochse aus habe ich das Gräutet-Thema ans Feier genommen. Der erste Schritt in unserer Radung, dort ist die Bekehrung. Unser Radung, dass unsere Seele nicht verloren gehen soll, dass uns Leben gerad soll sein in aller Ewigkeit, ist eigentlich das ganz geradste, was es gibt in dieser Welt. Und das fängt mit einer Entscheidung an, das fängt mit einem Schritt an, mit dem ersten Schritt, und das ist die Bekehrung. Wir lesen im Jesaja-Buch, im Alten Testament, in 44. Kapitel, im 22. Vers, da hat Gott gesagt, er räumt alle Menschen, die ganze Welt räumt er ab, sie sollen sich bekehren. Und eine Übersetzung heute, sie sollen sich bekehren, eine andere Übersetzung heute, sie sollen umdrehen. Sie sollen einmal, sollen sie ihre Richtung, sollen sie ganz umdrehen. Und das ist eigentlich auch die Bedeutung, wenn wir das Wort ans Verhüllen, was bedeutet bekehren? Das heißt umwenden. Wenn wir in eine Richtung gefahren sind, und meinten, das ist falsch, dann hält uns das nicht, dass wir sagen, ja, jetzt sei das falsch, aber ich will mal sagen, ob ich doch nach dem Ziel komme. Das hält nicht. Wir müssen andrehen. Da kannst du die Meld machen, du kannst denken, ich habe eine schöne Karte vorne, ich werde es schaffen. Das geht nicht. Du musst bloß andrehen. Und so habe ich das von euch schon oben mit dem ganz wichtigsten Thema zu tun. Und ich möchte eine Feuerfrage von euch ans Verstellen. Dort, was die Bibel uns sagen wird, uns für Augen hüllen, dort wir das erkennen, wie wichtig ist das für mich, dort ich diesen ersten Schritt mache, die Bekehrung, dort ich in meinem Leben das klare Zeugnis habe, ich sie bekehrt und ich habe die Radung, habe ich im Glauben festgemacht. Feuerfrage mache ich stellen und dann werden wir uns den Bibelteils lesen und von dem Bibelteils werden wir dann ausgehen, dort wir die Antwort auf unsere Fragen dann ziehen. Woran bekehren? Von wot bekehren? Zu wem bekehren? In zu wot bekehren? Diese Fragen ganz kurz. Ich lese in dem ersten Thessalonicher Brief, dem ersten Kapitel, dem nähenden und dem tierenden Vers. Und das steht, jaft Paulus ein Zeugnis, wird andere Menschen über die Gelebe, über die Gemeinde in Thessalonich sein können. Und eigentlich ein sehr schönes Zeugnis. Hier sagt Paulus das. Denn sie selbst, also andere Menschen, geben Zeugnis von der Gemeinde in Thessalonich. Denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben und wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von den zukünftigen Zorn erlöst. Das korte Zeugnis, was andere Menschen über die gelebten Menschen in Thessalonich geben, die geben uns eigentlich alle feier Antworten auf diese Fragen. Woran bekehren? Von wo bekehren? Woran? Zu wem bekehren? In mit was für Ziel bekehren wir uns? Das kauft ihr hier in Amerika, eine alte Zeit, an sie für Geld über 200 Jahre, kauft ihr den sehr gesehenen Bruder, Modi, und er hat, dass die Gnade Gottes, was er hat, um Gott sein Wort zu predigen, kommen sehr viele Menschen zum Glauben. Und eines Tages hält er einen Mann ab, und begossen sagt, sitzt du dem besogenen Mann da gehen,
Josachmodi etzei am Gunen. Das ist einer von dem, was du betiert hast. Im Mode wir sehr betroffen an sich. Heu seht, das wird doch so stemmen. Wenn Gott ihn betiert hat, dann wird er nicht besuchen sein. Liebe Teilhörer, ich habe das Furken muss vorstellen, gerade wenn wir über das Wichtigste, über unsere Raden reden, dann haben wir so viel Meinen. Und wir rechnen uns an dort, was seien die Mächte? Was hören die Mächte für richtig? Dann könnt ihr das für mich auch nicht vorstellen. Auch über die Betierung habe ich ganz unerschütterliche Meinung. Manche Menschen meinen, sie betieren sich, wenn sie sich eine Gemeinde taufen lassen. Manche Menschen glauben, sie betieren sich, wenn sie in eine Gemeinde eine andere nennen können. Dann betieren sie sich. Manche Menschen glauben, sie betieren sich, wenn sie über ihre Sünden heilen können. Manche Menschen denken, sie betieren sich, wenn sie eine Religion haben, wenn sie wollten, dass sie zu irgendeine Religion gehören, dann haben sie sich nur die Religion betiert. Und sie haben ganz unerschütterliche Meinungen, sei, was die Menschen seien. In mir ist das ein großes Torten anlegen, dass wir von dort uns können für Gott stahlen, jeder einer von uns. Dass wir können uns für Gott stahlen in die Wichtigkeit von diesem einen Schritt erkennen. Weil wir Tahira, ich weiß, dass sehr viele Schwierigkeiten in einer Gemeinde bei uns sind, weil wir ein falsches Bild von der Beziehung haben. Wir fragen, haben wir das gesungen, wir fragen, haben wir das vielleicht selbst gedungen, dass wir uns meinen, über die Raden, ob unsere Beziehung bühen. Wir vertrauen auf unsere Beziehung. Wir berauben uns darauf, als sie betiert. Was Gott sagt, was die Bibel sagt, dort ist nicht unbedingt so wichtig. Wir seien, als sie betiert, in meine Beziehung, dort fangen wir an, uns auszurühren und uns zu beräupen, und ab unsere Beziehung vertrauen wir. Mir ist das ein großes Anliegen, dass wir dort von dort können, einmal singen, was sagt die Bibel über die Beziehung? Ich habe die erste Frage gestellt, warum? Warum muss jeder Mensch sich betieren? Oder ist das überhaupt neidisch, dass jeder Mensch sich betieren muss? Vielleicht denken die hier auch von dort, vielleicht setzt du hier von dort und denkst, und vielleicht da ist sie gekommen, da hofft, dass sie neidisch, dass sie sich betieren wird. Und du denkst nicht an die. Dort kann ich auch mal sein. Ja, wir denken an alle anderen, weil die sich doch mal betieren können. Ich denke an einen Mann, der... führt nicht ein besonders schlechtes Leben, aber sein Schwager, der wir eben in seinen Augen noch viel schlechter. Dann sagst du einem Mensch, wenn er weißt, du dich noch mal bekehren, dass du mal anders anfängst. Oh, sagst du, du hast das nicht nötig. No, sagst du, ich sehe noch nicht unbedingt so schlecht als du, ich sehe noch fein, aber du machst. Woran macht wir uns bekehren? Weil die Bibel uns sagt, dass in Römer Kapitel 3, dass in jeder einer Mensch, der in diese Welt hineingekommen ist, der ist als Sünder geboren. Liebe Freunde, liebe Tauhira, ich möchte dir diese Frage von dir stellen, ob du das einmal in deinem Leben erkannt hast, dass du für Gott nichts anderes verdient hast als die Verdammnis. Dass du für Gott einmal offenbar geworden bist mit deinen Sünden. Schau dir mal, das ist ein sehr großer Unterschied, wenn wir uns kennen, mit der Mehrheit in diesem meinen Hand stellen, dass wir sagen, oh ja, das erkenne ich, die Menschen sind alle schlecht. Die Welt wird all immer schlecht, die Menschen sind alle schlecht. Nicht sie auch mal so ein armer Mensch, sie auch mal so ein armer Sünder, kreuzt es alle andere. Ich möchte ganz vorsichtig sein. Das hat die noch nicht wiedergehalten. Solange du die hinter dem Tun von allen Menschen stellen lässt, wird die das nicht halten. Das hält die nicht, wenn du sagst, ja, alle Menschen sind Sünder, und als sie auch mal so ein schwacher Sünder, dort wird die noch nicht halten. Ich möchte dich einmal erinnern an Lukas Kapitel 15. Als der sehen wird, von seinem Vater war gegangen wird und sein ganzes Geld verbrückt hat, sein ganzes Leben verschwindet hat, dann seht ihr nicht mehr, ja, meine Freunde, wir sind eben alle so eine arme Schluckers, wir haben eben alle gesündigt. Hei seht, ich habe gesündigt. Und dort ist ein großer Unterschied. Die Bibel die sagt uns, woran wir uns bekehren müssen, weil in jeder einer in seine Person für Gott in Sünder ist, in die Verdammnis verdient hat.
Dort ist wichtig, weil wir alle vor Gott schuldig geworden sind, sind wir alle von unserer Geburt her, sind wir ab dem Bräutigam, von dem Jesus in Matthäus 7 reden wird. Liebe Teilhörer, wir brauchen nicht erst einen ganzen Teil ungehorsam sein, wir brauchen nicht erst einen ganzen Teil in unserem Leben verbrochen haben, um ein Sünder zu sein. Wir sind als Sünder in dieser Welt hineingeboren. Und weil wir als Sünder geboren sind, können wir nichts anderes als Sünden rüberbringen. Schaut mal, ein Hahn ist nicht ein Hahn, weil sie Eier leihen wird. Ein Hahn ist nicht ein Hahn, weil sie Eier leihen wird. Sie leicht Eier, weil sie ein Hahn ist. Und sie ist der Sünder. Sie ist der Mensch. Er ist nicht ein Sünder, weil er viel Sünden tut. Aber er sündigt viel, weil er ein Sünder ist. Diese Erkenntnis ist sehr neidisch. Also die Bibel sagt uns, worum wir uns bekehren möchten, weil wir für Gott Sünder sind und weil wir alle von unserer Geburt ab diesem Bräutigam sind, der von Gott immer wieder aufgeht und immer nur dann in der Verdammnis, immer nur dann in der Hall uns bringen wird und nicht regnet Gott. Gott selbst hat die Bekehrung über euch angesagt. Gott selbst fordert den Menschen ab, das wir lesen deuten, das ich erwähnen deut im Jesaja-Buch. Gott selbst fordert den Menschen ab, wir sollen uns bekehren. Also das ist ein Gebot Gottes, dass jeder Mensch sich bekehren soll. Weil Gott hat ganz genau wollt, dass wir als Sünder nicht kennen, für Gott bestohlen. Und Gott will aber nicht haben, dass die Sünder so verloren gehen. Dann aber auch das andere, wenn wir uns Leben betrachten können, hier sind von auch viele Menschen, Gott sei Dank, die in ihrem Leben den Punkt erlebt haben, die Zeit belebt haben, wo sie sich bekehrt haben, dann muss wir sagen, alles dort, was uns Leben ohne Gott und ohne Jesus ist, das ist ladig. Da ist kein Sinn binnen, wo der eine Ewigkeit nennen wird. Hier für diese Zeit muss das noch andere Moten schaffen. Aber wie wollt ihr, dass diese Zeit mal ganz kurz ist? Und wenn Gott uns gesagt hat, dass wir uns sollen, dass wir uns dürfen, dass wir uns Motten bekehren, um gerettet zu werden, dann meint Gott kreidet, dass er in unserem Leben will einen Sinn nennen geben. Dass uns Leben lebenswert ist, was wir wollten, dass das in aller Ewigkeit nennen reden soll. Ohne Bekehrung jeftet aber auch keine wahre Geburt. Und das wird sicher ist das von dir nicht ernst, aber das können wir nicht voneinander losreden. Weil Jesus sagt im Johannes Kapitel 3, Vers 3, in Nikodemus in der Nacht, wenn irgendeiner nicht von Neuem geboren ist, und an dieser steht, ist mir das sehr viel wert, was die Rösche Eversatin sagt. Die Rösche Eversatin sagt, das sei so viel, wer nicht von oben geboren ist, der wird das Reich Gottes nicht sein. Wer nicht mit Gott geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sein. Schaut mal, in unserer Bekehrung ist der erste Schritt zu der wahren Geburt. Es sei das sehr vor, wenn wir nicht zum Beispiel würden, in 100 Dollar Schein haben, in 100 Dollar Schein, von was von beiden Seiten bedreckt ist. Und stellen wir uns mal vor, wir haben bei der Bank das Geld genommen und bei den 100 Dollar Schein ist eine Seite wird, der ist nicht bedreckt, der auf der Maschine einfach nicht bedreckt. Würde wir dann sagen, dass das Dollar Schein dann, wie viel wird würde dann sein, wenn das nur die Hälfte bedreckt ist, dann ist einmal die Hälfte wird, Junges, oder wie ist es? Ist er dann 50 Dollar wert? Wie viel dann? Na, das ist nur schwer, den kannst du fortschmieden. Der muss von beiden Seiten bedreckt sein. Schaut mal, unsere Radin, unsere Seiligkeit auf diese zwei Seiten. Und das muss top sein, das ist ein paar Schau. Das kann wir nicht tragen. Das ist die Bekehrung, das ist unsere Verantwortung. Und du hast die wahre Geburt. Dort ist die Antwort Gottes auf unsere Bekehrung. Worum machen wir uns bekehren? Weil wir nicht verlorene Sünder sind. Weil Gott uns das eingeordnet hat. Gott hat uns befohlen, wir müssen uns bekehren. Weil wir ohne Bekehrung nicht können geraten worden. Und weil wir ohne Bekehrung können wir nicht die wahre Geburt haben. Also wenn Menschen da sind und sagen, sie sind bekehrt und wir dann froh, sie sind wahre geboren,
dann darf ich fragen, wo hast du dich bekehrt? Wenn die Antwort dann ist, oh, das wollte ich nicht, ich bin nicht bekehrt, dann mag wie sein, dann bist du nicht wiedergeboren. Das gibt keine Wiedergeburt ohne Bekehrung. Das gibt keine Rettung ohne Bekehrung. Die zweite Frage, die ich uns stellen darf, wovon mag wir uns bekehren? Hier das Zeugnis von der Thessalonischen Gemeinde, die wir, dass sie sich bekehrt haben von den Aufgärten, also von Ding. Sie haben sich von dort, was sie in ihrem Leben aus einem Gott verirrt und euer Bet in geläuft haben, in gedeint haben, von einem Aufgott haben sie sich bekehrt. Ich weiß nicht, wie viele Dinge wir für den Tag würden machen, abdrehen, wenn wir uns sollen die Frage stellen, was der Mensch alles für Aufgärte hat. Als ich noch nicht bekehrt wäre, dann wäre mir das, eigentlich wäre das viel zu wenig, aber mir wäre das immer so ein Aufgott, wie bloß bei den Menschen, wo da einen Platz haben oder einen Stein haben, und wo sie fern Handschneiden deuten und das Anbeten deuten. Das wäre für mich ein Aufgott. Meier verstand ich nicht. Ich dachte, dort wären die Heiden, und bei den Heiden wieder zu, die haben irgendwo in ihrer Stube oder in ihrer, wo auch immer, und verdaut beten sie an. Aber wenn ich nur die Bibel lesen will, dann sehe ich sehr, sehr viele Dinge, was in meinem Leben wären, was ich aus Aufgott an mich hat. Und weil wir uns doch mal einmal die Frage stellen, was ist uns geratster Aufgott? Wer ist uns geratster Aufgott? Das ist wie selbst. Das ganz Erste und das ganz geratste Hindernis, das ist uns eh nicht echt. Und das ist wie so verläuft, das ist wie so bedacht, uns eh nicht echt zu pflegen. Für uns eh nicht echt, sind wir heute alles Hand zu geben, dass uns das bloß schon geht, dass wir bloß gute Gefühle haben, dass wir bloß scharfe Dorge haben, dass wir bloß ein Scheingunnis haben. Dort haben wir euch alles Hand zu geben. Bloß das mein Eck, gepflegt, schmack, gesund. Bloß das mein Eck, das Geld kann haben. Und das Eck ist das geratste Hindernis, um diesen ersten Schritt zu tun, dort wir uns bekehren. Zu das Eck gehört sehr viel. Zu das Eck darf ich die Gesundheit nehmen. Zu das Eck darf ich das Geld nehmen. Und das ist ein sehr großes Hindernis. Man mag nicht unbedingt 100.000 haben, dass wir können sagen, der Mensch hängt an sein Geld. Man kann auch an 10 Dollar hängen. Man kann auch an 100 Dollar hängen. Man kann auch an ein Auto, an eine Kur kann man hängen. Das ist aus ein Aufgott. Man kann auch an ein Gebiet, an ein Haus kann man hängen, wo man alles nennengegeben hat, wo man reut ist, für das Haus alles zu tun und das bloß, und das Haus will ich leben und das will ich festhalten. Aber dann gibt es noch ganz andere und verschiedene Aufgärten, wo die Bibel uns wiesen, dass zum Beispiel, ja, ich denke so ja vor an das Wort, was Johannes sagt, in dem ersten Brief, da sagt er, alles, was in dieser Welt ist, das ist Augenlast, Fleischeslast in hochmütiges Leben. Das sind die Aufgärten, womit wir uns eh nicht echt deinen dönen. Das ist das, was wir Tag für Nacht in unseren Wunsch, Bad in uns Gebetslebende nennen, pflegen wir uns eh nicht echt. Die Bibel sagt, an dieser steht, dass die Menschen Thessalonich haben sich von ihrer Aufgärte, haben sie sich bekehrt. Also sie haben erkannt, dort, was ich Bad nie gedeint habe, dort, was ich Bad nie euer Bet habe, Von dort haben sie sich bekehrt. Ich denke noch, was von dort noch war da wichtig wird sein, zu sein, dass wir das sein können, was Jesus uns sagen wird. Jesus rückt den Menschen, sie sollen am Nu folgen. Jesus will haben, die Menschen sollen sich bekehren. Jesus mag dort deutlich, was das bedienen wird, von dem Bräuten war ich ab dem schmollen Napper kommen. Er sagt, Gott nennt das die Schmolle der war ich es Bräut.
und der ist ganz weit aufgemacht, eine Verdammnis nach vorne. Und da sind so viele Menschen, die daran wandeln dann. Und der Weg ist schmal, und der ist schmal. Und wenige sind da, die am Fingen. Was sagt der Herr Jesus, als er die Menschen rauben, die zu Seelen am Aufhalten? Jesus sagt, wenn irgendeiner euer Jünd, seine Eltern, seine Früh, seine Kinder, mehr Geld ist, mehr Leben dort als mir, der kann nicht mein Jünger sein. Also wenn irgendeiner einen Menschen hat, wo nur der Menschen recht hat sich, nur der Menschen geht er aus, den Menschen stellt er über Gott, den Menschen stellt er für Gott und sagt, ich ist das, und dann kann alles andere kommen. Dann sagt Jesus, ich will nicht meine Jünger sein. Ich will das ganz kurz deutlich machen, wie das sein kann, wenn wir an einen Menschen ans Hort hängen. Und das ist eine große Gefahr. Aber einer sieht, haben wir das klare Wort Gottes, dass Gott sagen wird, du sollst deinen Nächsten leben, so aus dir selbst. So, nicht habe ich doch sagen, das ist doch richtig, dass ich meine Frau Geld ziehe, oder? Das ist doch richtig, dass ich meine Kinder Geld ziehe. Jesus sagt ja auch nicht, dass wir den nicht selber Geld senden. Jesus sagt, wenn irgendeiner von diesen Menschen ans Meier wird es als Heu. Also wenn irgendein Mensch da steht in meinem Horten annehmen wird, wo Jesus sein soll, dann kann ich nicht Jesus sein Jünger sein. Wir werden kurz befreit, wir haben einen Jungen getroffen, wir sind sehr dankbar dafür. Und als er einen guten Monat alt wird, dann warten die Doktor ordentlich über seine Gesundheit. Sie haben eine Nierstall, die schauf nicht richtig. Wir werden ganz jung im Glauben, jung befreit und werden eigentlich sehr betroffen. Er wird dann in ein Hospital gebracht, dann wird ihm das operiert. Und als im ganzen Monat, wir meine Frau mit einem Hospital, und wir hoffen, wir beten mit der Gemeinde, das soll halten. Aber das hat nicht geholfen. Als er dann saß, Monat wie in so einem halben Jahr, dann sagte der Doktor, wir waren nur noch einmal versehen. Und wenn die Operation dann war, dann nicht geht, dann wird der ganze Nierstall rückgenommen. Na, für uns wird das eine sehr schwere Zeit für uns. Wir werden sehr betroffen dadurch. Nun wollen wir an dem Tag, wo wir im Hospital fahren, dann, wir hatten das kurz von Anfang mit meiner Frise Samaris, dass wir die Schrift lesen und beten haben. Nun lesen wir ein anderes Buch und lesen Gott sein Wort. Und nun steht da geschrieben, das Wort, was Jesus sagen wird. Wenn du irgendwo Götter bist als mich, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und dann ging mir das Licht so ab. Ich will Gott so dankbar für unseren Sehen. Ich habe ihm so sehr Leucht gewonnen. Und ich will haben, dass so ein Gotteskind sein. Aber damit einmal dann weiß Gott mich, nun ist dein Sehen krank. Nun läufst du, du hast was sehr schworet. Nun hast du Angst, dass dein Kind mit einmal leiden soll, dass du mit einmal krank soll sein. Hast du nicht vertrauen, dass ich für dein Kind sorgen will? Und wir dürfen beten mit Hänger bleiben, dass ich beten über mein Sehen. Und dann gehe ich an Jesus auf. Ich dachte, Buße. Ich sagte, Jesus, verzeih mir das. Ich will das nicht. Ich will nicht mein Sehen in meinem Horten als Erste haben. Aber irgendwo wird das gekommen, dass mein Sehen mir nicht das Wichtigste wird. Ich dachte, Buße da, Eva. Und als ich das getan habe, dann konnte die Operation der Schiffiert worden, der Herr muss uns jung gesund, er hat keine Trouble mehr davon. Also Menschen können in unserem Leben eine Stadt annehmen, wo wir sagen, ohne den Menschen kann ich nicht wiederleben. Ich möchte diese Frage vielleicht von ein bisschen schwab stellen. Bist du bereit, deine Frau aufzugeben, wenn Jesus sagt, ich will dich von deiner Seite nehmen, nur mich? Bist du dann bereit? Kannst du das sein, dass du bereit bist, dass Jesus deine Tochter kann nehmen, wenn die vielleicht krank ist oder vielleicht auf einer anderen Ort? Scheint, dass wir nicht wollten, wie Gott ans Leben wieder führen wird, aber das ist wichtig, dass wir eine Entscheidung im Horten haben und dass wir sagen, wo steht das in meinem Horten? Habe ich da irgendein Ding? Habe ich einen Mensch? Habe ich irgendeine Erfahrung? Habe ich eine Religion an meinem Horten, wo der mein Aufgott ist? Die Bibel sagt uns, wir dürfen uns von dem Bräutigam bekehren ab dem schmalen Napper, wo die Schrift uns eine Apostelgeschichte noch sagen wird. Und ich denke, das ist ein von den wichtigsten Punkten, was wir hier sagen möchten. Da sagt der Apostel Paulus, dass das, wenn wir uns bekehren,
dann beziehen wir uns von der Gewalt von dem Satan, beziehen wir uns zu Gott. Also ab dem Bräutigam, wo wir als Sünder lebten oder nie von diesem Tag noch leben, ab dem Bräutigam hat das einen, der da herrschen wird, und das ist der Satan. Und er hat ein Mädel, womit er uns an seine Gewalt hält, und das ist die Sünde. Wir trinken die Sünde aus Jeft an uns nennen. Die Sünde verjeft uns, benaschet alle, und wir bringen wahre Sünde rüber. Wir leben von der Sünde und wir bringen Sünde. Wir leben von der Sünde und bringen wahre Sünde rüber. Und wir leben an diesem Element, aus wann wir dort hören. So aus der Fehl und der Luft an die Hirn, und so aus der Fisch am Wasser an die Hirn, so denken wir hier wie an das Wesen von der Sünde nennen. Der gewollte, ewerhafte Satan. Davon dürfen wir uns bekehren. Jetzt ist Frau für den dritten Punkt, für die dritte Frage, die wir uns stellen, zu wem wir uns bekehren. Liebe Teilhörer, wir bekehren uns nicht keine Kirche. Wir bekehren uns nicht keinem Prediger. Wir bekehren uns zu keiner Religion, wenn es um die biblische Bekehrung geht. Menschen kennen sich. Selbst ich sehe von dem Prediger Modi, wo da einer sein, dem hast du bekehrt. Und das kann sein, dass wir Menschen auf Menschen anreden können, an die irgendwo bereden können. Und das kann alles sein. Aber dann gibt es eigentlich bloß Schwierigkeiten. Da, wo Gott wirkt, da, wo Gott sein Geist wirken wird, und da, wo wir die biblische Sicht kriegen, da, wo uns das Licht abgehen wird, da wollen wir das. Wir bekehren uns nicht zu Dingen, wir bekehren uns nicht zu Menschen und nicht zu der Gemeinde. Wir bekehren uns, die Bibel sagt an dieser Stelle, zu dem lebenden Gott. Also, da ist ein Gott im Himmel, der alles geschaffen hat. Die Bibel sagt, diesem Gott kann wir nicht seinen. Die Bibel sagt, diesem Gott kann wir nicht feilen mit unseren Sinn, diesem Gott kann wir bloß im Glauben annehmen. Zu diesem Gott darf ich kommen, und da sie jetzt so dankbar für, was ich gestern sehe, das muss ich noch einmal sein. Wir sind bei Gott aller willkommen. Bei Gott gibt es keine Ausnahmens. Bei Gott gibt es nicht irgendeiner, was der Meier wird ist oder wenn er wird ist. Bei Gott ist das ein Dünn, ob wir schwört oder witzend. Wie Menschen sagen, so ja schwind mit anordnen oder dass wir unerscheid machen. Bei Gott ist in jeder einer willkommen. Wir bekehren uns zu dem lebenden Gott, was wir mit uns Verstand nicht finden können, was wir nicht können mit menschlichen Gesetzen nennen, drängen in irgendein Bild, so macht Gott sennen. Gott ist so, als er ist, nicht so, als wir uns dort vorstellen. Gott kann wir nicht in eine Form nennen, pressen. Gott ist so, als er ist. Zu diesem lebenden Gott dürfen wir uns bekehren. Ab wann war ich? Oh, jetzt ist er dankbar für das Wort, was die Bibel uns sagt. Jesus sagt, keiner kennt nicht Gott, bitte mich. Der ist mich. Der ist dem Herrn Jesus. Wir bekehren uns zu dem Herrn Jesus Christus und du mit zu Gott. Und das gibt keinen anderen Weg nicht. Jesus Christus ist einmal in diese Welt hineingekommen, damit er nicht den Weg deutlich machen wird, nicht den Weg uns wiesen wird. Er selbst ist der Weg. Er selbst, Hebräerbrief sagt uns das, er selbst ist der Nia, der lebende Weg, der direkt nach Gott leiden wird. Wir bekehren uns zu dem Herrn Jesus. Wir kommen an aus dem Sehen Gottes, der in dieser Welt nennen gekommen ist. Philipperbrief Kapitel 2 sagt uns, vom 5. Vers, bis zum Vers 11, dass Jesus gekommen wie aus der Herrlichkeit von seinem Vater in uns Menschen in allen gelebt geworden ist. Er hat in dieser Welt gelebt, so aus wie. Damit er für unsere Sünden sein Blut kann geben, damit er für unsere Sünden am Kreuz sein Leben kann haben geben, damit wir können gerade sein. Aber die Bibel sagt, er hat darumshalben Fleisch und Blut eingenommen, damit er leiden und sterben kann. Gott kann nicht sterben, aber ein Mensch, der kann sterben. Und darum kommt Gott in die Gestalt von einem Menschennehmer, damit er leiden und sterben kann. Weil wir hören, das ganze Leben von Jesus ist
für die in mir gewasst. Das ganze Leben von Jesus, es darum's haben gewasst, damit wir die Seligkeit kennen haben. Und wenn wir nun ankommen, dann brücken wir Jesus nur stetig morgen. Wir brücken Jesus das nicht versehen, dietlich zu morgen, woran wir gesündigt haben oder sonst was, das brücken wir nicht. Das Einzige, was wir dürfen, ich komme nach dem Schluss kurz darauf zu reden, wir dürfen so aus wie sind, ne Jesus kommen. Und er steht mit seinem Leib, es er durch, und er ist reut in jeder einem von uns unternehmen. Wir bekehren uns, Jesus sagt, er ist das Wort, und wir kommen nur das Wort. Wir bekehren uns nur das lebende Wort, was wir in Jesus haben. Wir bekehren uns nur das Licht. Johannes Kapitel 8, Vers 12 sagt, Jesus sagt, ich sehe das Licht. Und wer mir nur folgen wird, der wird nicht in der Düsternis bleiben. Der hat das Licht vom Leben. Der hat das lebende Licht in sich. Ja, wir bekehren uns zu dem Leib Gottes, was in Jesus Christus für uns ist. Das Letzte, das Vierte, was wir uns anschauen wollen, wozu? Mit was für Zweck bekehren wir uns? Was denken wir, wenn wir uns bekehren wollen? Nur das hat seine volle Gift. Das sind Eltern, die wollen sie hier haben, dass ihre Kinder auch sollen die Gemeinde kommen und sollen auch geraten werden. Dann sage ich dir vor, zu dem Sehen, wenn du die bekehren willst, dann schreibe ich die, ich weiß nicht, was sage ich zum Dombach, hä? Motorzickel. Ja? Wenn du die bekehren willst, schreibe ich die Motorzickel. Ein Bike? Ja. Junges, will ich einen haben? Nee? Möchte ich Ihnen vorher schon mal sein, wenn ich mich bekehren will, kostet mir ein Zickel schalten. Das wäre sehr billig, was ich vorher sehe. Und das schafft das nicht. Das schafft bloß gar nicht. Wir müssen klar haben, wozu habe ich mich bekehrt? Was habe ich mit meiner Bekehrung wohl bewirken in meinem Leben? Was soll mir das bringen? Noch ein Beispiel, was ich das ein bisschen so deutlich machen soll. Da wie eine Freude, wie eine Gemeinde. Und die Prediger, die sagte, sie muss Schwierigkeiten, sodass sie in die Gemeinde muss ausgeschlossen werden. Und die Prediger, die fragte dann, mit was für Zweck läutst du die Taufen? Was hast du dir versprochen, als du wusst, wie die Gemeinde bekommen? Dann sagt sie, gar nichts. Da wie nichts drin. Dann wollt wieder, dass das sehr billig ist, oder? Da muss doch was dahinter sein, wenn wir eine Entscheidung treffen und wenn es uns von dort so aus um die wichtigste Entscheidung geht, wenn es um unsere Seelenseligkeit geht, wenn es um unsere Raden geht, wenn es um diesen wichtigsten Schritt geht, um die Beziehung, dann muss wir wissen, worum es geht. Diese Menschen hier in Thessaloniki, die wissen, von wo sie sich bekehrt haben, die wissen, zu wem sie sich bekehrt haben, die wissen auch, worum sie sich bekehrt haben, was sie damit erzweichen wollen. Hier steht geschrieben, sie haben sich bekehrt, um dem lebenden Gott zu dienen. Und sie sind sehr dankbar, dass Gott das auch die Kinder klar machen kann. Also eine dachte, sie wie 7 Jahre, er kommt nach Abend im Bad, sie sollen eigentlich auch schlupen. Wir haben auch gebet mit den Kindern, wir haben auch Aufschritt genommen, sie kommen immer bei uns, jeder einer Bienen, kaufen uns einen Kussen, wünschen uns gute Nacht und sie schläft nicht. Er kommt bei Arbi, er sagt, warum schlafst du noch nicht? Und dann hielt sie, sagt sie, Papa, ich will mich bekehren. Und das ist diese Bekehrung, sie können traurig sein, sie können vielleicht ungehorsam gewesen sein und um das nicht schöne Gefühl löst zu werden, denken sie, ich will mich bekehren, dann wird alles schön geworden. Das ist so aus dem Kind gedacht. Und ich dachte, vielleicht wird das bei Ar auch so. Er sagt, warum willst du dich bekehren wollen? Und dann sagt sie, ich will sie ihren Gott dienen. Er sagt, du darfst dich bekehren. Das ist richtig. Das gibt Menschen, die sagen, ich will mich bekehren, dass ich nicht in den Hall gehe. Leute, die hier in den Hall will, kann ich nennen. Auch nicht die Sultan. Das muss irgendwo mitwirken, dass wir sagen, ich will nicht verloren gehen. Aber wir wollen uns das klar hören, wozu, woran bekehre ich mich? Was will ich erzweigen? Was ist das Ziel von meiner Bekehrung? Schaut mal, die Thessalonicher haben das Zeugnis und wir möchten das auch haben.
Wir haben uns bekehrt, Gott zu dienen. Dem lebenden Gott zu dienen. Das ist dort, wo die Bibel uns wiesen, das ist die Wahrheit, das ist die Welt Gottes. Darum hat Gott gesagt, wir sollen uns bekehren, ihm zu dienen, ihm zu gehören. Den wahren, dem wahren und dem lebenden Gott zu dienen. Und wenn wir sagen, wenn wir von der Tür üht, und wo die Bibel uns wiesen, dass wir in Sünden geistlich tot sind, dann können wir nicht aus Sünder Gott dienen. Wir können nicht aus Sünder Gott dienen. Wir brauchen dort nie ihr Leben an Jesus. Wir brauchen die wahre Geburt, Gott zu dienen. Und dort haben wir uns bekehrt, die wahre Geburt umzunehmen. Das geht nicht anders. Gott wird uns keinmal nicht an seine Kraft die wahre Geburt geben, ohne dass wir uns bekehren von unseren Sünden. Wir haben uns darum bekehrt, dass unsere Sünden können ausgelöscht werden. Wir haben vor einigen Jahren hat wir bei uns Evangelisation in aller Brüder, er sieht dann, Gott kann keine Sünden verzeihen. Und wir sterben. Er sieht nicht mehr. Und dann sieht er das noch einmal. Und ich wie an mir so, ich dachte, nun red wieder, nun sie nicht sterben. Sonst verzog wir hier alle. Wenn Gott nicht Sünden kann verzeihen, ich sage, Gott kann keine Sünde verzeihen. Bitte, das dem einen war ich. Jesus hat sein Blut vergeben. Gott kann nicht so dünn, als wenn wir nicht gesündigt haben, wenn wir nicht das dürre Blut von Jesus angenommen haben. Schaut mal, ich sehe diesem einen Wort, der geratste auf Gott ist uns eh nicht echt. Wir schlagen uns in unsere Selbstgerechtigkeit. Wir strömen uns aus mit unseren guten Worten, wenn das der Bein noch ganz voll Mutter ist, aber wir versuchen immer wieder ein schmackes Bild zu senden. Aber dann, wenn wir uns bekehren, wenn wir uns ganz hingeben, dann bringt Jesus alle unsere Sünden und dann wird wie Gott wird uns verzeihen, weil die Bibel das sagen wird, wird Gott uns verzeihen, der statt Blut von seinem Sehen. Weil die Bibel sagen wird, das Blut von Jesus macht uns rein von jeder Sünde. Gott hat das im Alten Testament gesagt und er sagt das im Neuen. Unsere Sünde kann verzeiht werden durch das Blut. Der Hebräerbrief sagt uns, ohne Blut für Juden kann keine Verzeihung nicht werden. Gott hat das im Alten Testament durch die Opfer gebildet und Gott hat das im Neuen Testament durch Jesus bestätigt. Und du hast kein anderer Utweis. Das ist kein anderer Mädel. Wenn wir unsere Sünden schuldenlos werden wollen, dann macht wir den Jesus bringen. Wir dürfen unsere Sünden einander bekennen, dort wir taub beten, denn aber verzeihen einander, können wir unsere Sünden nicht. Jesus nimmt die Sünden, er hat die Absicht genommen und er nimmt die von uns wahr. Darum haben wir uns bekehrt, dass unsere Schuld kann aufgenommen werden und dort wir ein ruhiges Gewissen getreten haben, dass meine Sache mit Gott trash gestellt ist. Wir können uns das so vorstellen, die ältere und die ältere Lied, die wollten nach, wo diese Weherie bedienen wird, wo zwei Schalen wären, wo man hier die Gewichte hat und hier die Wurne ableihen wird. Bottet überein stemmen wird. Dann kann man die Wurne nehmen. Stimmt das so? Schaut mal, wie man ein Gleichgewicht gebracht worden, wo Gott sein Wort sein wird, wo Gott sein Gesetz sein wird, da macht wie mit Stimmen. Gott sein Gesetz ist heilig. Gott sein Gesetz ist dort, was er von uns verlangen darf und deit. Mit dort Gesetz macht wie übereingebracht worden. Da kann keine Sünde zwischen stunden. Und dort können wir mit unserer eigenen Kraft, unsere Bemühnisse, mit unseren Geltenfähigkeiten, können wir da nicht ausrichten. Wir brauchen ein ruhiges Gewissen, damit wir mit Gott übereingestimmt sind. Schaut mal, darum haben wir uns bekehrt. Jesus verzeiht uns die Sünden. Jesus gibt uns sein Leben an uns nennen. Dort ist die wahre Geburt. Jesus sagt im Johannes-Evangelium, mein Vater und ich wollen kommen und ein Jünd Wohnung nehmen. Dort ist das geratste Wunder, was Gott tut. Er nimmt an uns Wohnung an. Und so als Jesus im Johannes im 17. Kapitel sagt, dass ich und die Vater sind ein, so sehr wie ein mit ihm geworden. Im Korintherbrief sagt Paulus, und jeder einer, der sich an dem Herrn anhängen wird, der ist ein Geist mit ihm geworden. Schaut mal, wenn wir hier, dann wollt wir, dass das
Scheimel nicht an unser billige Rede über Bekehrung geht. Hier geht es um die heiligste Sache, was das Gift. Hier geht es um das ganz Wichtigste, was das Gift, dass mein Leben mit Gott übereinkommen soll. Dass mein Leben mit Jesus sein Leben übereinkommen soll. Dort hat Kreuz viel, dass mein ganzes Leben ausgelöscht worden, dass Jesus allein alles und allem für mich ist, weil er alles und allem bei Gott ist. Jesus ist alles und allem bei Gott, wird ihn wichtig. Und das kann nicht anders sein, wenn er gerade will worden, wenn meine Seele soll die eigene Seiligkeit haben, muss ich ganz mit Jesus gefüllt sein, bedeckt sein, muss Jesus für mich ein und alles geworden sein. Dort ist die Bekehrung. Da, wo wir über unsere Sünden geheilt haben, da, wo wir unsere Sünden bekannt haben, wo wir darum gebet haben, dort ist noch lang nicht alles. Und da wir sehen, wie viele Menschen täuschen sich, weil sie ihr Vertrauen ab ihrer Bekehrung sagen. Und wie viele Menschen quälen sich, weil sie meinen, dass sie in ihrer Bekehrung vielleicht nicht genug geheilt haben oder vielleicht nicht lang genug gebetet haben. Lieber Teurer, weil wir uns von dem Satan nicht lassen verleiden. Wir vertrauen nicht ab unsere Bekehrung, wir vertrauen ab Jesus, was heute tun hat am Kreuz. Darauf sagt wir uns vertrauen. Das ist nicht mehr dort, was ich will, das ist dort, was Jesus in mir will. Jesus in unserem Herzen Ruhm machen, dass er das ganz fällendet mit seinem jährlichen Leben, dort will Gott. Gott will in uns nicht mehr sein, aus seinen Sehen. Dort will er in uns sein, und dort ist die Bekehrung. Wo uns eine Welt und uns eine Erde aufgebrochen ist. Schaut mal, bei der Bekehrung macht wie einmal zwei gebrochen worden, um frisch abzubühen. Das geht nicht anders. Wir können das nicht anpenseln. Das hält nicht. Das macht zwei gebrochen. Darum ist es so wichtig, dass wir das erkennen, wo wir uns bekehrt haben, dass wir können mit Gott im Einklang kommen, mit Gott übereinkommen. Das ist die Seelenseligkeit. Dann wollt wir das ans Leben, die Bibel sagt das, dass ans Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Kann ihr den Vers? Wo steht er geschrieben? Dankeschön. Kolosserbrief. Ans Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Dort ist unsere Bekehrung. Wir sind mit Christus eint geworden und wir sind zu seiner Herrlichkeit gekommen. Und wir checken nicht mit unseren physischen Augen, wir checken mit unseren Geistesaugen, checken wir ab Jesus. Der Hebräerbrief sagt uns dort im 12. Kapitel, wir sollen ab ihm checken, weil er der Anfänger auch der Vollender von unserem Glauben ist. Weil er das alles für uns geworden ist, sind wir zu dieser Herrlichkeit gekommen, nun. Wir seinen seine Herrlichkeit, weil uns Leben verborgen ist mit Christus und Gott. Wir sind zu dieser Not gekommen, dass wir wollten, wie deinen Gott mit uns ganzes Leben. Nicht dann, wenn ein Prediger anfängt zu predigen, kann wir sagen, dein Gott. Das soll auch so sein, dass er mit Gott deint. Aber dort ist nicht das Wesen. Das Wesen ist, dass uns ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Und wenn wir dort erkennen, dann ist uns keine Arbeit zu viel. Ob wir nur die Kinder reinmachen, ob wir den Fördern, ob wir die Schulkinder unterrichten, ob wir hier in den Church die Flower reinmachen. Das kann einen Nomen haben, kreuz es es well. Uns ganzes Leben ist dann uns Denken, uns Fäulen, unsere Utrechten, unsere Arbeit, was wir dann uns Dienst in der Gemeinde, dann ist alles ein Gottesdienst, weil Jesus in uns ist. In alles, was wir dann sind, dort ist dann zu Gott seine Ehe. Und dann steht hier geschrieben, sie haben sich bekehrt, um Gott zu dienen, um reut zu sein, wenn Jesus wird weiterkommen. Wir werden in dieser Tag auch über das Thema noch einmal reden. Aber hier werde ich von dort dann abhören, die Zeit ist uns aufgerannt. Wir bekehren uns darum, dass wir reut sind, wenn Jesus das zweite Mal wird kommen, wo er nicht wird in Menschengestalt, in Fleisch und Blut kommen, aber in seine Herrlichkeit kommen für seine Gemeinde, dass wir dann reut sind. Dass wir wollten, Jesus kommt uns holen aus der Sünde, weil sein Geist in uns ist, und er uns dann wird nur sich nehmen. Nun werde ich noch ganz kurz euer Gebet gehen,
noch einmal deutlich machen, du musst dich sagen, ja, das sind die wichtigen Dinge, die wir ins Feierhöhlen haben, aber was tue ich dann, wenn ich mich beziehe? Wir kommen dann diesen Schritt machen. Ich will das ganz einfach machen. Wir gehen im Gebet zu Gott. Wenn du von dort ein zweigebrochenes Wort hast und wenn du das Wort Gottes von dort reicht in deinem Leben jetzt, dass du ein verlorener Sünder bist, darfst du kommen. Und du darfst deine Sünden für Jesus bringen. Ich sehe, dass du brauchst nicht deutlich machen, woran du gesündigt hast. Du brauchst die nicht schmack machen. Du sollst Buße darüber dönen. Das heißt so viel, dass du sagst, der Herr Jesus soll deine Sünden verzeihen. Und dann darfst du dem Herrn Jesus danken, dass Jesus sein Blut für dich vergoten hat und dort für dich im Glauben anzunehmen. Das ist dort, was die Brüder von euch sagen, dass wir können lang um Verzeihung werden. Aber wir müssen einmal anfangen zu danken dafür. Dann je wir ein Zeugnis, ich habe das euch genommen, das ist für mich. Ich darf dafür danken, dass ich das euch genommen habe. Und ich darf mein Leben ganz dem Herrn Jesus handeln. Weil wir tun hier das Schritt, was wir eine Seelsorge, wo ich immer war, da wo die Brüder sein, kommt eine Seelsorge. Wir wollen vor Gott kommen, wir wollen tief beten. Das ist der Schritt, der hier dazu, um das Geradste in unserem Leben zu beleben, um die Wadergeburt zu beleben, um die Seelenseligkeit zu beleben, um die Radung zu kriegen. Das ist neulich, dass wir diesen ersten Schritt dann in Jesus kommen im Anhauen nehmen. Möcht Gott dazu seine Gnade von dir geben. Amen. Wir werden nach Beten und Stunden abwurz mehrlich. Uns lieber Vater im Himmel, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du alles getan hast für uns, damit wir eine Möglichkeit haben, uns zu bekehren. Wir danken dir, dass du uns gesehen hast in unseren Sündenelend. Wir danken dir, dass du uns gesehen hast, als wir verloren werden ab dem breiten Wasch. Und wir danken, dass du viele von uns nur die getragen hast. Uns Gebet von dir ist, wenn wir uns einige Dinge und einige Fragen gestellt haben, wo die Bekehrung betroffen wird, dass du uns durch den Geist und Wut kannst das Graut und wichtig machen, was du an uns getan hast, dass wir uns bekehren durften. Von daher ist uns Gebet für jede Seele, dass das hören wird, diese Botschaft hören wird, in diese Versammlung beiwohnen wird, die noch nicht geraten ist, dass sie ihre Knien in Horten von dort beten können, in denen heiligen Nomen anrufen, dass du verzeihen kannst und dass du euer Leben kannst geben. Jesus, wir beten dich darum. Möchtest du die Nomen dadurch verherrlichen, dass von dort können Menschen geraten werden. Amen. Wir nehmen Platz, wir wollen noch ein Leid hören.
noch einmal ganz karte Einladung, wenn du von dort dein Leben Jesus aufgeben wirst, wenn du die bekehren wirst, dann lade ich die andere Seelsorge. Wir waren da eine Stunde in der Gunde, kostet mit einem anderen Bruder reden, das Essen. Und halben das ans Bliss, ans Herr Jesus. Heu allein schenkt die Radung und ich lade die an, Jesus zu kommen. Lade uns auch für Marien beten, dass Gott wieder Kundelienheit geben, in die Not geben. Lade uns nach Menschen einladen, wo wir wollten, wo Lied, wo Menschen sind, wo Jesus nicht kennen, dass die können auch in ihr Gott sein Wort kommen. So wünsche wir alle Menschen, die in den weichen Hüßen gehen hier in dem Frieden Gottes dann miteinander. Auf Wiedersehen.